Wir haben Dinge richtig gemacht, wir haben Dinge falsch gemacht. Und ich glaube, wir sollten die Dinge, die wir richtig gemacht haben oder gemacht hatten, die müssen wir mitnehmen. Ganz wichtig. Auch Elias Löder hat im Grunde 3 Tore geschossen. Eins wurde ihm aberkannt. Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Was wir auch wieder müssen, weil der Gegner wird uns schon auch sehr fordern. Wir haben ein paar Dinge falsch gemacht, die haben wir angesprochen. Ist auch wichtig, dass wir darüber reden. Und diese junge Truppe auch weiterentwickeln, weil das ist elementar. Ja, auf jeden Fall die ersten 20 Minuten, die waren sehr vielversprechend. Da müssen wir eigentlich schon den Sack zumachen. Da können wir 2 oder sogar 3-0 in Führung gehen. Dann passiert hier gerade vor heimischer Kulisse gar nichts mehr. Und darauf sollten wir aufbauen, so einfach spielen und so wieder ins Spiel kommen. Dann denke ich mal, kommen wir auch in den Flow, wo wir das auch mal durchziehen können und dann auch Siege einfahren. Und ja, auch wir lagen dann trotzdem auch irgendwo 2-1 hinten und sind trotzdem nochmal rangekommen. Natürlich ärgerlich, da dürfen wir kurz vor Schluss das nicht nochmal wieder aus der Hand geben, aber wir sind wieder, haben uns wieder rangekämpft und das ist auch positiv und auch positiv ist generell die Stimmung. Alle sind trotz den Niederschlägen jetzt positiv gestimmt und sind sich sicher, dass das wird. BFC Dynamo, sehr gute Mannschaft. Sie haben vor der Saison gesagt, dass sie aufsteigen wollen. Sie gehören zu dem Top-Favoritenkreis in der Regionalliga Nordost. Sie haben sich sehr gut verstärkt, haben einen ambitionierten Trainer und wollen dort ja, oben anklopfen. Ist jetzt für mich selber auch eine Reise in die Vergangenheit. Ich habe dort auch gespielt, ist schon ein paar Monate her, wahrscheinlich sogar 2 Jahrzehnte, 98, rübergewechselt vom Marzahn HSV zum BFC. Es war eine tolle Zeit, habe den Verein immer im Blick gehabt, habe denen auch vor 2 Jahren die Daumen gedrückt, wo sie ja, eigentlich aufgestiegen sind, noch in der Relegation dann gescheitert sind, was ja eh ein Unding ist. Das haben wir ja schon oft genug auch besprochen. Wird ein richtiger Fight. Ich erinnere mich an das Spiel, was wir in der Rückrunde hatten hier zu Hause, wo es richtig geklappert hat. Von beiden Mannschaften hart zur Sache, aber fair. Das wird uns erwarten. Freitagabend, wahrscheinlich unter Schweinewetter. Das waren die letzten beiden Male, wo wir da waren, ähnlich. Ich glaube, Wetterbericht zeigt es auch so an. Also eine richtige Schlacht, wo wir uns voll reinhauen, alles raushauen und zusammen mit den Fans alles geben werden. Ja, also ich denke, dass ich einfach ein gutes Näschen habe, ein gutes Gespür für den Raum, wo halt die Bälle vielleicht abgetropft werden könnten oder wo sie halt hinfallen könnten, um dann halt richtig zu stehen und das Ding reinzuhauen. Ja, aber generell ist das halt auch immer mannschaftsdienlich. Also klar, die Flanken kommen von außen sehr gut rein und dann ist es halt oft so, dass der Gegner auch mal vor dem Stürmer da ist und da versuche ich dann halt einfach irgendwie dann zu gucken, wo der Ball hinkommen könnte, um dann halt da die Dinger, ja, wie man so schön sagt, abstauben könnte. Aber ja, ich denke, das ist jetzt erstmal eine gute Quote. Ich will auf jeden Fall weitermachen, will aber jetzt auch vor allem mit der Mannschaft halt Erfolge erzielen und das ist erstmal das Wichtigste. Ja, wir haben die Wunden geleckt. Mohen ist jetzt wieder einsatzbereit. Wir haben auch mit Pascal Verkamp wieder jemanden, der zurückkommt. Wir haben auch mit Finn Kliszewski, der leichte Probleme hatte, wieder jemanden, der in die Spur gekommen ist. Können aus den Vollen schöpfen. Sind alle soweit da. Klar, Marcel Hoppe laboriert noch mit der Leistengeschichte und Alexios Sedidis hat die Probleme mit der Hand. Aber ansonsten können wir dort aus voller Kapelle schöpfen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon eine Truppe, die da sehr männlich zur Sache geht. Aber ja, wie schon gesagt, das können wir auf jeden Fall auch und das müssen wir auch, sonst können wir nicht überstehen oder werden wir nicht überstehen. Und ja, wir haben es auch gerade in den 20 Minuten gegen Lok gezeigt, dass wir da jeden Zweikampf, glaube ich, fast gewonnen haben. Lok kam gefühlt nicht einmal über die Mittellinie. Wir hatten komplett den Ball. Das lag auch daran, dass die halt die Welle nach vorne geschlagen haben und wir halt da zweikampfmäßig dagegen gehalten haben und dementsprechend die Welle in unseren Reihen gehalten haben. Und da, ja, das müssen wir einfach bestätigen. Und ja, wir haben halt auch diese Typen, die da dazwischen hauen können und die da diesen Männerfußball spielen können. Und das kennen alle und das werden wir zeigen. Ja, wir werden dann antesten. Also Kunza ist gewillt, heute, sag ich mal, im Abschlusstraining zu schauen, ob es geht. Wir packen den Helm rauf, machen die Peter Cech-Nummer und er ist sehr positiv, denkt, es wird funktionieren. Wir gehen aber kein Risiko ein, werden es dann ganz klar abstimmen, auch im Trainerteam, mit dem Jungen, mit den Ärzten.
haben Maximus Babke, eine sehr gute Alternative, gar keine Bauchschmerzen, wenn er reingeht, wird ein gutes Spiel machen und ja, wir bereiten uns vor, nehmen noch Cem Bakci mit als Option, dass wir dann, sag ich mal, auch kurzfristig entscheiden können.